Ein Blick in den Spiegel genügt und da sind sie plötzlich wieder. Die Speckröllchen vom Winter, die viel zu dünnen Haare, tiefe Furchen unter den Augen. Wieso aber sehen alle anderen, Partner und Freunde, das immer grundsätzlich anders? Sind die denn total blind oder stimmt mit uns selbst etwas nicht? Vertraue jedem, aber bloß nicht deiner Selbstwahrnehmung. Das sagt Viola Wallmüller, die ist Chefredakteurin der Laura. Hallo Frau Wallmüller. Hallo, ich grüße Sie. Was stimmt bloß nicht mit unserer Selbstwahrnehmung in dem Fall? Also man muss ja sagen, dass wir meist viel zu kritisch mit uns selbst umgehen. Wir suchen nach Makeln und die bewerten wir dann überproportional stark. Was man nicht vergessen sollte, wir sehen uns im Spiegel ja nicht so, wie andere uns sehen. Also wir haben uns eindimensional, seitenverkehrt, ohne Mimik, Bewegung, Körpersprache. Ja. Aber erst all das zusammen macht uns ja aus, beeinflusst, wie andere uns wahrnehmen. Das ist ja unsere wahre Ausstrahlung. Sollten wir also am besten alle Spiegel daheim abhängen und nur noch auf das Urteil von anderen hören oder auf dasselbige dann eben auch Vertrauen? Naja, so weit muss man nicht gehen, aber man sollte dem Urteil der anderen mindestens so vertrauen wie unserem eigenen und nicht sofort misstrauisch und kritisch reagieren, sobald jemand uns was Nettes sagt. Das ist ja typisch vor allen Dingen für uns Frauen, wir wehren Komplimente ab und neigen zum Abwiegeln. Ja. Besser wäre es erfreut Danke sagen, man kann das Kompliment sogar auch mal aufschreiben, um es nochmal lesen zu können. Das tut schließlich der Seele gut. Mit welchen Methoden lässt sich denn das Selbstbewusstsein dann am Ende pushen, damit man eben nicht immer an sich herummäkelt? Eine gute Idee ist es, andere zu fragen, wie sie uns sehen. Also zum Beispiel einer besten Freundin ein Foto zeigen, das man mag und sie nach der Meinung fragen. Da kommt oft wirklich Überraschendes heraus. Generell hilft es natürlich auch, nett zu sich zu sein. Also man könnte zum Beispiel mal zur Massage gehen, Sport machen, neues Körpergefühl entwickeln dadurch. Und ganz wichtig, der nörgelnden inneren Stimme ruhig mal Einhalt gebieten. Ein Trick dabei, den ich hin und wieder auch schon mal anwende, sich selber siezen, wenn man sich kritisiert. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, also Frau Wallmüller, hey, der Zahn steht echt schief. Also beim Lächeln sieht es einfach doof aus. Und dann muss man meistens doch über sich lachen und merkt, naja, so schlimm ist es jetzt ja wirklich nicht. Da fange ich jetzt demnächst auch mit dem Siezen an. Frau Wallmüller, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Tschüss.